Schönebeck und sein wunderschöner Ortsteil Bad Salzelmen. Gerade mit dem Zug angekommen, macht sich Elisa Koch auf zu ihrer ersten Wohnungsbesichtigung. Verabredet hat sie sich mit Alexandra Malasch, Maklerin der städtischen Wohnungsbau GmbH. Ich komme gerade aus Magdeburg, ich studiere in Magdeburg und wohne hier gerade noch bei meinen Eltern, würde gerne meine eigene Wohnung ziehen, dass ich quasi auf eigenem Bein stehen kann. Ich hoffe, das klappt heute mit der Wohnung hier in der Lindenstraße und ich treffe mich jetzt mit Frau Malasch. Nach nur 4 Gehminuten hat sie das Ziel auch schon erreicht. Maklerin Malasch wartet Hallo Frau Koch, na gut hergekommen? Ja, sehr gut. Also mit dem Zug ist wirklich die Anbindung super hier. Super schnell in Schöneberg, super schnell in Magdeburg. Ich hoffe, das klappt heute. Ja, das stimmt allerdings. Na dann gehen wir mal zur Wohnung hoch. So, die Wohnung liegt hier in der ersten Etage, gleich hier vorne links. Dann wollen wir mal gucken, ob ich Ihnen das Passende rausgesucht habe. So, hier sind wir auch schon, einmal hereinspaziert. Wollen wir gleich Jacken und Schal mal ablegen? Die sanierte Einraumwohnung befindet sich im Ortsteil Schönebeck-Bad Salzelmen und ist mit der Nähe zum Bahnhof perfekt für Pendler oder Studierende geeignet. Sie bietet auf ihren 28 Quadratmetern Wohnfläche ein geräumiges Zimmer mit großzügigem Balkon, eine kleine Küche und ein saniertes Bad mit Dusche. Der Mietpreis beträgt 252 Euro. So, hier sind wir jetzt auch schon im Wohnzimmer der 28 Quadratmeter großen Wohnung. Im Wohnzimmer sind die Fernseh- und Telefonanschlüsse. Ausreichend Steckdosen sind auch vorhanden. Ja, sagt Ihnen das jetzt erstmal schon mal so weit zu? Ja, das auf jeden Fall. Darf ich Ihnen vielleicht das Du anbieten? Ja, ist kein Problem. Okay, Elisa. Alexandra, hallo. So, ich würde sagen, dann gehen wir schon mal weiter zur Küche, wenn du keine Fragen mehr hast zum Wohnzimmer. Der große Raum ist perfekt, um sowohl Schlafen als auch Wohnen zu vereinen. Ob die Küche auch Elisas Vorstellungen entspricht? Sag mal, bei unserem ersten Gespräch hattest du doch gesagt, dass du in Magdeburg studierst. Wenn ich neugierig sein darf, was studierst du denn da genau? Ich studiere Betriebswirtschaftslehre in Magdeburg. Und zwar bin ich dazu gekommen, weil ich eine kaufmännische Ausbildung im Bereich Büromanagement abgeschlossen habe und habe jetzt quasi den nächsten Schritt erreicht. Bin jetzt im zweiten Semester und habe jetzt quasi wieder den nächsten Schritt, wo ich dann meine erste eigene Wohnung halt beziehen möchte. Na, das klingt doch auf jeden Fall nach einem Plan, ne? Da muss ich gleich mal zu einem Klischee kommen, was man ja oft hört, dass Studenten nicht wirklich kochen. Stimmt das bei dir auch? Also eigentlich nicht. Ich koche zum Beispiel super, super gerne. Und da wollte ich dich eigentlich auch gleich fragen, ob ihr eigentlich eine Küche stellen würdet. Grundsätzlich ist das kein Problem. Alles Weitere können wir dazu einfach nochmal bei uns im Unternehmen dann nochmal besprechen. Ja? So, dann möchte ich gleich noch ein paar kleine Details zur Küche sagen, in der wir uns jetzt hier gerade befinden. Also wir haben hier mehrere Steckdosen, die du dann nutzen kannst. E-Herd-Anschluss ist mit dabei, Anschluss für Spüle und so weiter. Also ist eigentlich von der Größe her auch ganz gut, weil ich bin ja sowieso alleine und dann passt das super. Das stimmt allerdings. Ja. So, ich würde sagen, dann gehen wir gleich auch mal auf den Balkon, dann zeige ich dir mal, wie schön groß der ist. Somit überzeugte auch die Küche mit ihrem Platz und ist perfekt für einen Single-Haushalt. Aber wirklich schön groß. Ja, die Wohnung ist ja auf jeden Fall in Salzelmen. Du kennst dich ja in Schönebeck aus, ne? Genau. Ja, hier hast du eigentlich alles in der Nähe, was du brauchst. Einkaufszentren, Ärzte und so weiter. Genau, und ich sehe gerade da die Schule. Genau, wenn du mein Kind kriegst. So, dann gehen wir noch mal ganz kurz zum Rest der Wohnung. Vom Balkon aus geht es wieder zurück in die Wohnräume. Für diese hat Elisa schon ganz genaue Einrichtungsideen. Das auf jeden Fall. Ich habe schon eigentlich genau die Ideen, wie ich etwas stellen würde, wie ich, was ich eigentlich kaufen möchte, das schwebt mir schon vor und bin eigentlich schon total begeistert, dass es auch losgehen kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine Wohnung neu einrichten ist ja auch immer so ein bisschen ein Highlight, ne? Elisa möchte von zu Hause ausziehen und auf eigenen Beinen stehen. Ich denke, dass ich mit der Wohnung hier in der Lindenstraße die perfekte Wahl für sie getroffen habe. Sie macht einen sehr sympathischen Eindruck und dadurch, dass sie schon ihre eigenen Vorstellungen hat, wie sie die Wohnung einrichtet, denke ich auch, dass die Einraumwohnung perfekt für sie wäre. So, hier sind wir jetzt auch schon im Flur der Wohnung. Hier hast du auf jeden Fall einen Platz für eine kleine Garderobe oder auch einen Schuhschrank. Ich weiß nicht, ob es dir da so gibt wie mir. Ich habe nämlich einen Haufen Schuhe, aber da findet sich auch hier dann der Platz. Das auf jeden Fall. Ich wollte beim Umzug auch die Gelegenheit nutzen, ein bisschen auszumisten, dass ich auch wirklich nur das mitnehme, was ich auch wirklich brauche. Ja, das stimmt. Da hast du einen ganz guten Anlass, ne? So, bevor ich es vergesse, hier haben wir den Hausanschluss.
Also beziehungsweise die Anschlüsse für deine Wohnung, den Sicherungskasten. Ja. Kennst du dich da so weit aus oder muss ich irgendwas erklären? Eigentlich kenne ich mich soweit gut aus. So, hier drüben haben wir noch die Wechselsprechanlage. Das heißt, wenn unten jemand klingelt, einfach nur auf den schwarzen Knopf drücken und dann geht der Tür so mal automatisch auf. Okay. Ja. So, kommen wir auch schon ins Bad. Das helle und freundlich gefließte Badezimmer ist mit einer Dusche ausgestattet. Durch Handtücher und Deko kann Elisa noch passende farbliche Akzente setzen. Nachdem auch das Badezimmer besichtigt und für passend empfunden wurde, möchte Alexandra Mallasch dann doch wissen, ob die Wohnung gefällt oder eher nicht. Entspricht die Wohnung denn schon mal so weit deinen Vorstellungen? Ja, also ich muss schon sagen, ich weiß schon ganz genau, wie ich die Wohnung einrichten würde. Was mir natürlich besonders gut gefällt, ist die Anbindung nach Magdeburg und von Magdeburg nach Schönebeck zurück. Und ich bin ein totaler Fan, auch mal draußen spazieren zu gehen. Und da finde ich den Kurpark total passend, weil der ist ja auch gleich um der Ecke. Ja, das stimmt. Der lädt auf jeden Fall zum Spazierengehen ein. So, guck mal, ich hatte ein Exposé für dich mit ausgedruckt. Kurze Details zur Wohnung, 27,44 Quadratmeter groß. Mhm. Die Warmmiete liegt bei 252,64 €. Ja. Mieterkeller ist dabei. Waschmaschinenanschluss ist auch im Keller. Also da steht die Waschmaschine hier nicht unnütz in der Wohnung rum. Ja. Was würde denn da noch an Nebenkosten auf mich zukommen? Also Nebenkosten liegen bei 90 €, die sind aber in der Gesamtmiete schon mit drin. Okay. Ja, ich gebe dir das Exposé einfach mal mit und ja, wenn du Fragen hast, ruf mich einfach an. Ja. Ab wann wäre die Wohnung denn bezugsfertig? Beziehbar ist die Wohnung sofort, also soweit du sagst, okay, du möchtest die Wohnung nehmen, rufst du mich einfach kurz an, dann würde ich alles fertig machen und dann ja, kann der Umzug schon stattfinden. Und könntest du die Wohnung auch für mich jetzt so lange reservieren? Ja, das ist kein Problem, also für eine Woche ist das okay. Ja? Super, das höre ich natürlich gerne, weil ich würde das gerne mit meinen Eltern noch besprechen wollen und würde mich aber auf jeden Fall die Woche noch melden. Genau, mach das. Und wie gesagt, wenn du noch irgendwie Fragen hast oder so, dann melde dich. Super. Ja? Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Kein Problem. Gerne. Insgesamt also eine positive Einschätzung der eventuell neuen Mieterin. Diesmal gibt es bei gewohnt anders also noch keine Entscheidung. Und danke schön nochmal. Also ich muss sagen, ich bin super, super happy, was die Wohnung betrifft, kann mir das total gut vorstellen und ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall mit meinen Eltern nochmal besprechen und hoffe, die sehen das halt genauso wie ich. Lange hat es dann doch nicht gedauert. Nur 5 Tage später wurde nach einem positiven Gespräch mit den Eltern der Mietvertrag unterzeichnet.